Leute, ich bin's wieder, eure Anna-Maria und heute kommt mein Vlog Teil 3, beziehungsweise mein dritter Vlog halt eben, ja. Heute, ja, drehe ich wieder einen Vlog für euch, weil ich ja gerade so im Umzug bin und so weiter. Wenn ihr meine anderen zwei Vlogs noch nicht gesehen habt, dann werde ich es euch auf jeden Fall in die Infobox verlinken, dann könnt ihr euch das vielleicht zuerst anschauen oder ihr könnt euch das dann nachträglich anschauen, so. Auf jeden Fall kommt heute meine IKEA-Bestellung. Ich habe 3 Kommoden bestellt, also für Kat und mich. 3 Kommoden und eine Lampe, dann noch so Kleinigkeiten, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt es heute und deswegen muss ich heute den ganzen Tag zu Hause bleiben und warte schon die ganze Zeit gespannt darauf. Das Ding ist halt, ich muss, also in meiner Bestätigung oder meiner Lieferungsbestätigung stand drin, dass ich zwischen 14 und 21 Uhr zu Hause sein muss, weil das dann da irgendwann kommt. Aber 14 und 21 Uhr ist voll die krasse Zeit, ey. Ich muss eigentlich den ganzen Tag zu Hause bleiben. Und ja, ich hoffe, es kommt jetzt bald, weil ich freue mich schon voll, das aufzubauen und dass mein Zimmer endlich teilweise schon so ein bisschen vollständig sein kann. Und ja, ich bin gerade zu alleine zu Hause, wie ihr vielleicht merkt. Bin immer alleine. Spaß. Nee, meine Schwester ist gerade in der Schule. Sie hat heute die mündlichen, also die letzten Abi-mündlichen Prüfungen. Die letzten mündlichen Prüfungen im Abi. Und sie hat mir gerade geschrieben, dass sie bestanden hat. Yay! 13 Punkte, yay! Und das ist ziemlich gut. Und gestern Abend hat sie so oft geübt. Achso, ich wollte euch fragen, beziehungsweise ich habe eine neue Idee, also so eine neue Formatidee, was ich gerade gerne mit euch machen will oder was ich gerne machen würde. Ist irgendwie voll dreckig hier, Mann. Meine Linse ist total zerkratzt. So, ich setze mich jetzt mal hin und frage euch, was ihr von... Kommt da meine Bestellung? Na egal, auf jeden Fall habe ich eine Formatidee, beziehungsweise ich würde halt gerne so eine Serie starten auf meinem Kanal. Und das heißt, ich mache halt jede Woche oder alle 2 Wochen lade ich an einem bestimmten Tag ein Video hoch, weil mein Akne-Video so gut angekommen ist, also mein Leben mit Akne-Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann werde ich es auch in die Infobox verlinken, damit ihr wisst, was ich meine. Also die ganze Serie dreht sich dann nur um das Thema Akne und man kann da ja verschiedene Sachen machen. Also zum Beispiel, wie habe ich die Narben weggekriegt, wie habe ich die Akne damals abgedeckt. Dann meine Pflegeroutine, also darauf warten ja schon sehr, sehr viele. War das Deutsch? Also auf meine Pflegeroutine warten sicher schon viele, weil ich habe das in meinem Akne-Video angekündigt, ob ihr euch für meine Pflegeroutine interessiert und haben so viele zugesagt und wollten die unbedingt sehen, welche Produkte ich benutze, was ich da gemacht habe, wie meine Routine halt eben abläuft. Und das werde ich auf jeden Fall noch machen, wahrscheinlich dann halt in meiner Serie, in meiner Akne-Serie wird es dann halt dazugehören. Und ihr könnt mir dann natürlich auch in den Kommentaren schreiben, welche Themen über Akne euch noch interessiert, dass ich euch dann es erzählen kann und so, weil ich denke, die Serie, die ich starten möchte, würden sicher viele interessieren und auch vielen helfen. Und das ist halt so mein Hauptpunkt, also mein Hauptschwerpunkt. Ich möchte Leuten damit helfen. Ich möchte mit dieser Serie Leuten, ja, einfach helfen. Und dann kann ich meine Erfahrungen mit euch teilen und das würde ich voll gerne machen. Also deswegen schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr von dieser Serie haltet. Aber ich mache es natürlich nur, wenn es euch interessiert, weil sonst wäre es ja voll sinnlos für mich. Und ja, gut. Auf jeden Fall das. Und ja, jetzt warte ich immer noch auf meine Bestellung. Hallo Leute, also ich warte immer noch auf meine IKEA-Bestellung. Die sind immer noch nicht da und es ist schon 17.13 Uhr. Ihr glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe. Und zwar ist auf der IKEA-Seite... Also ich bin gerade auf die IKEA-Seite gegangen und so, weil ich gucken wollte, ob sie vielleicht eine Telefonnummer haben, damit ich anrufen kann oder so, aber haben sie nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade gesehen, dass sie hier alles im Angebot haben. Warte, ich zeige es euch mal.
alles im Angebot und ich hätte mir so viel damit sparen können. Also, wenn ihr noch Kommoden braucht, dann schlagt zu, weil gerade im IKEA alles Angebot ist. Im Angebot ist voll scheiße. Meine Bestellung ist jetzt da. Also, IKEA hat gerade geliefert. Das ist jetzt gerade angekommen. Hier. Tü-tü. Und ja, das müssen wir diesmal selber aufbauen. Weil ich dachte, komm, egal, so Möbel aufbauen kann ja nicht so schwer sein. Jetzt gerade habe ich Mieten, Kaufen, Wohnen eingeschaltet, weil heute eine Folge kommt mit mir. Ich habe ja vor einiger Zeit, ich glaube vor 3 Monaten oder so, habe ich mit Mieten, Kaufen, Wohnen gedreht. Dazu habe ich ja ein Follow Me Around gedreht, das verlinke ich euch nochmal in die Infobox, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und das wird jetzt erst ausgestrahlt. Also, ja, bin mal gespannt, wie es wird, weil ich habe das noch nicht gesehen und so. Und ja, das ist ja alles nachgestellte Szenen. Also, ich habe ja nicht wirklich eine Wohnung gesucht und so weiter. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das rüberkommt und wie das überhaupt ankommt. So, keine Ahnung. Und später werde ich dann die Möbel aufbauen. Also, es wäre eigentlich schon praktischer gewesen, wenn schon eine Küche drin gewesen wäre. Also, ich koche halt sehr gerne in meiner Freizeit. Ich schaue gerade. Mieten, kaufen, wohnen. Und, oh mein Gott! Spaß, nee. Es ist eigentlich, also das gefällt mir eigentlich ganz gut, wie es bis jetzt ist. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wie ich lache, ey. Voll fake. Ich bin voll die Bekloppte, ey. Weil irgendwie, jetzt wo ich das so sehe. Ja. Wenn ihr diese Folge gerade seht oder gesehen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare und sagt mir, wie ihr die Folge fandet. Okay? Okay. Gefällt mir eigentlich alles soweit. Mein Bett würde gerade noch so reinpassen, aber es hat natürlich auch viele Klamotten und Schuhe. Hi. Hi, der hat die Abi geschafft. Yay! Jetzt bauen wir diese Kommoden, diesen Nachttisch zusammen. Genau, zuerst fangen wir Und mit dem Nachttisch an. IKEA-Montageanleitungen, was ist das? Voll für den Arsch, ey, müssen wir alles selber gucken. Das ist voll ein Rätsel hier. Leute, jetzt sind wir fertig mit dem Bauen. Haben jetzt alle Kommoden fertig aufgebaut. Und Alter, wir haben so lange gebraucht. Beziehungsweise, also ich glaube um 8, nee, um 9, um 7 haben wir angefangen zu bauen. Oder um 8. Nee, um 7 haben wir angefangen zu bauen. Und jetzt ist 23 Uhr. Also haben schon ein paar Stunden gebraucht. Aber es ging noch. Also zeige euch jetzt mal das fertige Ergebnis. Okay, hier ist gerade Chaos, also nicht wundern. Da ist die Kommode und da ist die Lampe. Kommode und Lampe. Hier die andere Kommode. Und das ist meine Kommode. Habe ein Schminkzeug jetzt also da rübergebracht, weil das war ja am Anfang da drauf. Ja, auf jeden Fall, das ist die fertige Kommode. Endlich! So. Voll verschmiert. Egal, auf jeden Fall. War es das eigentlich mit meinem Vlog? Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von der Akne-Serie haltet. Also, das, was ich euch vorhin erzählt habe. Also, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Und jetzt ruhen wir uns aus. Ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao. Und vielleicht mit der da. Habe einfach nur noch so geheult, weil meine Haut so schlecht war. Ich habe überall diese riesigen Dinger gehabt, ja. Und es hat wirklich wehgetan, weil Akne ist ja nicht nur so, dass es halt wirklich Pickel sind, die halt groß aussehen und scheiße aussehen, sondern es tut halt auch noch wirklich weh. Also